So, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute etwas bekommen, das möchte ich euch mal gerne zeigen. Und zwar dieses schöne Gerät. Jetzt werden sich viele fragen, was ist das? Das ist ein Motortester aus DDR-Zeiten. Ich öffne das gute Stück mal. So sieht er aus. Ein sogenannter TLZ 69. Da ich noch nirgendwo eine Beschreibung ebenfalls gefunden habe, ich aber hier eine dazu habe. Tja, wollen wir das mal in dem ersten Video jetzt bloß mal grob das Gerät einschalten und so weiter behandeln. Und im nächsten Video dann werden wir das natürlich testen, wie es richtig in Funktion funktioniert oder funktionieren sollte. Was ich aber jetzt schon rausbekommen habe, ist, also was wirklich sehr merkwürdig ist, diese Stecker. Das Gerät ist von 86. Ich dachte eigentlich 86 gab es. Ich komme ja selber aus der DDR, so eine Stecker nicht mehr. Aber wurde wahrscheinlich immer noch dann verbaut. Stecken wir es mal an. Und mir hat ein ziemlich erfahrener Schlosser gesagt, der schon über 40, 50 Jahre Wartburg macht und Trabi und Skoda, alles Mögliche, der selber noch mit dem Gerät arbeiten tut. Wenn man es einschalten tut und das Ewigkeiten gelagert hat, kann es passieren, dass es kurz rauchen sollte oder tut. Und dann war es das, weil da irgendwelche Elkos drin sind oder Kondensatoren, die durchbrennen. Naja, das hoffen wir mal nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe es natürlich vorher gesäubert, also ausgeblasen mit Druckluft. Und von dem Verkäufer wurde mir versichert, dass es funktioniert. Und dann schalten wir es mal ein. So, nach dem Einschalten sollte sich dieser Prozent SW, diese Anzeige da mit dem KW, nach oben kurz bewegen. Oben stehen bleiben und wieder runterfallen und dann sollte man 1 bis 2 Minuten warten. Schalten wir das mal ein. Eingeschaltet. So, wie ihr gesehen habt, die Anzeige funktioniert. Das scheint also alles soweit in Ordnung zu sein. Was hier dazu ist, ist logischerweise eine Stroboskoplampe. Wenn sie denn mal rausgehen würde. Der Test der Lampe laut Handbuch diesen Knopf drücken und dann die Lampe gedrückt und dann den Knopf an der Lampe drücken. Es macht sich natürlich jetzt mit einer Hand, Moment, ich zeige euch mal noch den Knopf, diese drücken. Das macht sich natürlich mit einer Hand, da ich ja filmen tue, ziemlich blöd. Aber ich versuche mal, dass wenn ich die Kamera jetzt hier hinstelle, so, den Knopf drücken und den
Und die Lampe funktioniert. Könnt ihr sehen. Das ist eigentlich gar nicht immer stark. Das ist, seht ihr das? Das ist minimal. Aber reicht vollkommen aus. Das heißt also, dass die Stroboskoplampe auch in Ordnung ist. Ja, was könnt ihr alles damit messen? Ihr könnt damit Spannung Batterie messen, ihr könnt Schließwinkel messen, ihr könnt Kompression testen, Zündeinstellung, eigentlich alles. Und das Gute ist dran, es ist nicht bloß für einen Zweitakter, sondern man kann ihn umschalten auch auf Viertakter. Weiter kann man noch messen, Lichtmaschine, Ladestrom, Amperezahl, eigentlich wirklich alles, was diese super teuren Supergeräte heute bringen, das hat das Gerät schon weit, weit vorher gebracht. Man könnte fast denken, dass eine Firma mit B oder A sich das abgeguckt hat. Naja gut, auf alle Fälle, wenn wir den Motor zusammengebaut haben, werden wir damit die Zündung einstellen und werden euch das anhand von dem Gerät auch zeigen, so dass das mal jeder sieht, wie eigentlich so ein absolut geniales Gerät funktioniert. Bis dahin. Tschö. Tämännäköiset sytytyskumpat vaihdetaan ilman muuta. Sytytyshetken lopullinen tarkistus tapahtuu moottorin käydessä, ja tällä varmistetaan säädön onnistuminen.